Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch an das Institut Solidarische Moderne für das Thema dieser Summer Factory. Ich möchte sehr direkt an Adelheid Biesecker anknüpfen und möchte meine Analyse etwas konjunktureller, etwas strategischer machen, wenn Sie so wollen, eine Zeitdiagnose wagen. Das ist mein Einstieg. Die These werde ich gleich entwickeln und dann möchte ich vier Thesen entwickeln, die, glaube ich, für unsere Diskussion ganz wichtig sind. Und da schließe ich an Herrn von Weizsäcker, nämlich wie kommt Rot und Grün zusammen? Da haben Sie natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber erstmal, wie kriegen wir die Klammer weg? Also wie kriegen wir den energetischen Imperativ, wie kriegen wir das Haar rein? Wie kriegen wir sozusagen die Energiepolitik, die heute läuft und die aus meiner Sicht heute sehr stark herrschaftlich läuft, ein Szenario von oben. Es gibt ja Veränderungen gesellschaftlich, die Energiebasis wird teilweise umgebaut. Das, was man als grüne Ökonomie, das wird der große Begriff in Rio nächstes Jahr, oder auch als grünen Kapitalismus bezeichnet. Wenn man sich die OECD-Studien, die UNEP-Studie, der Bütikofer-Bericht aus dem Europäischen Parlament ist jetzt gerade am Dienstag publiziert worden. Die Europäische Kommission hat letztes Jahr eine Ressourcenstrategie entwickelt. Dann ist mein Argument, und das ist die erste Folie, dass wir eine Green Economy, die Debatte um die Green Economy ist die aktuelle Version von nachhaltiger Entwicklung. Also nachhaltige Entwicklung wird nicht ersetzt, sondern es wird aktualisiert, man kann auch fast sagen, ein bisschen ökonomistisch reinterpretiert. Die Punkte jetzt auf der ersten Folie, das ist aus meiner Sicht das, was schon immer das Problem war, warum wir keine nachhaltige Entwicklung wirklich einleiten in dem starken Sinn, wie also Herr von Weizsäcker meint und auch Adelheid Biesecker. Und in der zweiten Folie möchte ich dann konjunkturell sagen, was sich aus meiner Sicht gerade verändert und wo wir in einem Crossover-Prozess, in einem linken Spektrum uns darauf einlassen müssen, wo wir sozusagen strategisch mit umgehen müssen. Die erste Folie sagt, weiterhin ist die große Driving Force die Verfügbarkeit von Ressourcen, vor allem von billigen Ressourcen, aber nicht nur. Die Verfügbarkeit ist wichtiger, auch wenn der Ölpreis hochgeht, wird eben etwas mehr gekämpft. Die staatlichen Politiken sind weitgehend nicht nachhaltig, also auch die internationalen, die intergouvernementalen Politiken. Die WTO ist immer noch allemal wichtiger als die Klimarahmenkonvention oder die Biodiversitätskonvention. Ein ganz wichtiger Punkt, den werde ich gleich nochmal aktualisieren. Die internationale Konkurrenz zwischen Standorten, zwischen Kapitalen ist weiterhin ein starkes Strukturmerkmal des globalen Kapitalismus. Und da kommt Nachhaltigkeit nicht vor, auch wenn Martin Jennecke aus Berlin immer betont, dass es ökologische Modernisierung gibt, dass die innovativsten Volkswirtschaften, die grün sind, die sich ökologisieren, dann am Weltmarkt gewinnen. Das mag in manchen Branchen stimmen, aber in den allermeisten Branchen nicht. Die Enquete-Kommission ist von Katja Kipping erwähnt worden. Wachstum verspricht bis heute immer noch am ehesten ökonomische und politische Stabilität. Das haben wir in der Krise erlebt. Wenn Wachstum prekär wird, dann wird verstärkt gekämpft, dann laufen Verteilungskämpfe umso deutlicher in der Gesellschaft. Und ein fünfter Punkt, der, glaube ich, auch wichtig ist für unsere Diskussion. Es läuft Entwicklung. Es gibt so etwas wie ein Green Capitalism. Es gibt einen selektiven Umbau, aber er ist eben selektiv. Er ist kontrolliert und er ist vor allem profitgetrieben. Das ist ja der Punkt, den Adelheid Biesecker gerade stark gemacht hat. Was ist aber neu? Was verändert sich? Es gibt eine zumindest teilweise Krise des Neoliberalismus. Es gibt durch das Aufholen von einigen Schwellenländern eine verstärkte geopolitische und geoökonomische Konkurrenz um Ressourcen. Stichwort Ressourcenstrategie der Europäischen Union. Es gibt gerade in Südländern, ich arbeite viel zu Lateinamerika, das Modell des Extraktivismus, also das Modell, dass die Länder, auch die progressiven Regierungen übrigens, Venezuela, Bolivien, dass die ihre Ressourcen auf dem Weltmarkt verkaufen, das ist immer noch das gangbarste Modell von Entwicklung. Auch wenn sie in die Verfassung reingeschrieben haben, gutes Leben, sind sie extraktivistisch. Ein Punkt, an dem ich am Ende nochmal darauf eingehe, das ist, glaube ich, unser politisches Hauptproblem, das, was ich mit Markus Wissen als imperiale Lebensweise bezeichne, also eine immer noch attraktive Lebensweise, in dem auf billige Ressourcen, auf billige Arbeitskraft über den Weltmarkt zurückgegriffen wird. Und diese imperiale Lebensweise, das, was, glaube ich, Herr von Weizsäcker mit dem amerikanischen nicht nur Denken, sondern auch mit dem Leben meinte, das globalisiert sich. Der Western Way of Life ist attraktiv und das ist eine sehr imperiale, weil sie auf Natur und billige Arbeitskraft zurückgreift. Was auch neu ist, was wir berücksichtigen müssen, wo die Untersuchungen gerade anlaufen, ist das, was man als Finanzialisierung der Natur bezeichnet. In den Emissionshandel ist es relativ deutlich. Landgrabbing, also der Landkauf, um eben Agrartreibstoffe, Nahrungsmittel und anderes anzubauen.
ich will es jetzt nicht so lang machen, damit ich meine 10 Minuten einhalte. Mein Punkt ist, dass in dieser Konstellation, also die Kontinuitäten, das war die erste Folie, plus das, was sich gerade verändert, das wäre die Zeitdiagnose, dass an dieser Konstellation die Green Growth, die Green Economy Konzepte anschließen. Die Begriffe sind Innovation, Effizienz, Recycling, also Kreislaufwirtschaft durchaus wiederherzustellen, neue Märkte, neue Jobs, Green Jobs, Infrastruktur. Im Bütikofer Bericht der interessante Begriff der Rohstoffdiplomatie. Bütikofer selber sagt dann, nein, damit meinen wir nicht Neokolonialismus, sondern Rohstoffdiplomatie heißt das heute. Also mein Punkt wäre, die Green Economy ist die ökokapitalistische, die patriarchale und imperiale Modernisierung eines Kapitalismus in Zeiten der Krise, auch einer Umweltkrise, nicht nur die Krise des Neoliberalismus. So, das war schon, ich lasse das einfach mal stehen und möchte nun meine 4 Thesen hier formulieren. Wie kriegen wir die Klammer weg? Also wie geht der energetische Imperativ einer ökologischen Modernisierung von oben in einen energetischen Imperativ, der die Frage der Ethik, die Frage sozusagen auch eines guten Lebens einer demokratischen Gesellschaft und eines dann wirklich sorgfältigen Umgangs mit Ressourcen, wie kann das realisiert werden? Erstens sollten wir nicht darauf vertrauen, dass es zu einer quasi sehr eigenmächtigen Zuspitzung der ökologischen Krise kommt. Die Gesellschaft wird sich nicht verändern. Ich finde es ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen, Grönland kann absacken, aber der Katastrophismus, dass man sagt, wenn die Umweltkrise noch stark genug wird, dann wird sich in dieser Gesellschaft das bewegen, das kann nicht unsere linke emanzipatorische Position sein. Es wird erstens in diesem Land eher nach rechts abgehen, in ökoautoritäre Richtung. Und zweitens, und das wäre meine erste These, die soziale Frage muss erkämpft werden. Das Ausrufezeichen hinter dem Titel unserer Summer Factory, das muss politisch erkämpft werden. Es reicht nicht zu sagen, wenn es nur schlimmer wird, dann werden die Menschen aufwachen, dann werden sie anders produzieren und anders konsumieren. Das halte ich für eine verkürzte These. Also wir müssen es erkämpfen, dass eben sozial und ökologisch zusammengeht. Zweite These, Umwelt ist nach hinten geschoben, das hat Herr von Weizsäcker gesagt. Ja, das ist ein Problem und ich glaube, da bewegt sich gerade einiges, dass soziale und ökologische Fragen zusammenkommen. Aus meiner Sicht ist in einer sozial orientierten Linken die Ökologiefrage auch deshalb nicht angekommen worden. Sie haben die Verteilungsfrage genannt. Ich glaube aber auch, weil die Ökofrage immer einen konservativen Touch hatte. Die Ökofrage war lange thematisiert, da gibt es die Natur, die ist außerhalb von Gesellschaft, die ist sowas wie, die wird von uns kolonisiert, die wird von uns zerstört und diese Natur müssen wir retten oder sogar noch weiter, die Gesellschaft muss sich der Natur unterordnen. Das war die Ökologiedebatte, die konservative Ökologiedebatte der 70er Jahre. Und aus meiner Sicht kommen wir einen Schritt weiter, wir verbinden das Soziale und Ökologische, wenn wir nicht sagen, es gibt den übernutzten Umweltraum, es gibt die Tragfähigkeitsprobleme, es gibt die Menschheitsprobleme, sondern wenn wir uns eine Perspektive zu eigen machen, die in Südländern sehr stark ist, dass wir eben sagen und auch die Perspektive einnehmen, Umweltprobleme sind Probleme von unterschiedlichem Zugang, sind Probleme von unterschiedlicher Verfügung über Ressourcen, sind Probleme des Eigentums, wer bestimmt über die Technologieentwicklung, wer bestimmt über die Entwicklung von Gesellschaft. Also nicht zu sagen, es gibt ein Menschheitsproblem, Wolfgang Sachs hat das mal die Astronautenperspektive genannt, sondern darauf hinzuweisen, Marx hat den Begriff der Naturverhältnisse einmal verwendet, in seiner Arbeit hat er nicht ausgearbeitet, Naturverhältnisse bedeutet nicht, hier gibt es die Ökologie und da gibt es die Gesellschaft, sondern die Frage ist, wie gestaltet sich die Gesellschaft Mobilität, wie gestaltet sich die Gesellschaft Ernährung, wie gestaltet sich die Gesellschaft Wohnen und so weiter und so fort. Also nicht, hier ist die Natur und da ist die Gesellschaft, sondern wir müssen fragen, findet Mobilität, wird Mobilität oder Energie befriedigt unter Kapitalinteressen, zerstörerisch oder mit einer demokratischen, solidarischen Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Dann, glaube ich, kommen wir aus der Falle raus, hier gibt es Öko und da gibt es Sozial, sondern wir müssen fragen, was sind die konkreten Formen, die konkreten Konflikte, um eben Naturverhältnisse, Mobilität, Ernährung, Wohnen, Kommunikation auch zu gestalten. Dann haben wir die Frage der Demokratie, dann haben wir die Frage eben auch von Auseinandersetzung. Dritte These, ich werde kürzer, ja, weil das werden wir natürlich diskutieren. Was heißt nun sozial-ökologische Transformation? Ich finde den Begriff der sozial-ökologischen Transformation besser als den Begriff Systemwandel in der Wirtschaft, weil er umfassender ist. Das haben ja beide schon gesagt. Aus meiner Sicht reicht es nicht, nur auf die besseren Rahmenbedingungen zu setzen. Das ist das
Projekt auch von Green New Deal, ist ein großes Thema. Auch nicht nur grüne Innovation, auch nicht nur grüne Märkte und Green Jobs, sondern wir brauchen einen viel umfassenderen Ansatz, um die bestehende Produktionsweise und Lebensweise, Konsumweise auch zu verändern. Dann kommt die Frage der Demokratie, dann kommt die Frage des Eigentums. Wer verfügt überhaupt über die Möglichkeit zu investieren, in was investiert wird? Wer gibt überhaupt den Pfad vor von Forschung und Entwicklung? Wer macht denn den Faktor 5? Das werden wir gleich diskutieren. Was heißt eigentlich dann Faktor 5 als hohe Ressourcenproduktivität? Und diesen Gedanken einer sozial-ökologischen Transformation, die viel umfassender sein muss, möchte ich mit einem abschließenden Gedanken verbinden. Ich glaube, wir müssen uns in einem solidarisch-progressiven Spektrum eines Landes wie Deutschland auf eine neue Konfliktachse einstellen, die eigentlich gar nicht so neu ist, die aber schrecklich entpolitisiert ist. Das ist die Konfliktachse, dass aus meiner Sicht zunehmend darum gekämpft wird, auf sehr komplexe Art und Weise gekämpft wird, wo sind überhaupt noch Verhältnisse lebbar? Wo ist überhaupt noch ein gutes Leben möglich? Das ist das alte Thema des Internationalismus. Ja? Natürlich ist in vielen peripheren Ländern leben die Menschen schlecht. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Politiken, wie heute von der EU, von der Bundesregierung betrieben werden, auch dadurch betrieben werden, dass hier Verhältnisse lebbar bleiben. Und es ist was Wichtiges. Ja? Aber auf wessen Rücken geschieht das? Was sind die Agrartreibstoffe, die dazu führen, dass Indonesien, Sumatra gerade umgepflügt wird, um Palmöl herzustellen für E10? Was dann hier nicht getankt wird, weil die Männer Angst haben, dass ihre Tankschläuche angefressen werden. Aber den Punkt, den ich machen möchte und den ich in die Diskussion der nächsten zwei Tage mitgeben möchte, ist, ein ganz wichtiger Konflikt wird sein und der auch akzeptiert werden, also die Lebbarkeit der Verhältnisse wird natürlich von den Menschen akzeptiert. Sie wollen natürlich hier gut leben. Und wie brechen wir das auf, dass das eben nicht auf dem Rücken von anderen Menschen, von anderen Regionen, von anderen Ländern geschieht, dass es eben nicht geoökonomisch, geopolitisch abgesichert wird. Das wäre, Sie haben es gesagt, gegen die armen Mäuse. Ja? Dass das nicht geschieht in einer Ökologisierung des Kapitalismus, sondern dass es eben eine solidarische, sozial-ökologische Transformation ist. Vielen Dank. Thank you.